Willkommen zum nächsten Unboxing-Video auf unserem Kanal. Heute geht es mal um etwas ganz anderes. Und zwar haben wir vor ein paar Tagen bei Hornbach einen Werkzeugkoffer erworben. Und den möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Und wir schauen uns mal zusammen an, was darin alles enthalten ist. Zuerst fange ich mal an mit dem äußeren Teil. Das Ganze kommt in einem Alu-Koffer. Beworben wird es mit 210 Teilen innen drin. Klar, das ist auch viel Kleines, aber alles in allem eine Menge Werkzeug drin. Die Verschlüsse schauen wir uns gleich hier mal an. Die Verschlüsse sind aus Metall. Ich denke, der Verschlussmechanismus wird einiges aushalten. Da oben führt so eine kleine Nase in ein Loch und zieht den Koffer unten zusammen. Hier sind so auch aus Metall so kleine Kantenschutz. Der Griff ist aus Plastik. Da bin ich mal gespannt, wie lange der halten wird. Aber ich denke, das wird sich mit der Zeit zeigen. Hier vorne sieht man ganz gut den Schriftzug von dem Hersteller. Das ist eine Marke, die extra für Hornbach produziert wird, wenn ich es richtig weiß. Und dann können wir den Koffer hier durch so einen Klick auch zu einem Trolley erweitern und dann lässt sich der Koffer sehr komfortabel transportieren. Sieht man dann auch hier an den beiden Rädern und hier unten hat es noch dann jeweils zwei Gummistoßdämpfer, dass er auch relativ gut liegt. Genau, so viel mal zum Äußeren. Wenn wir uns mal die Scharniere hier hinten noch angucken, wenn der Koffer aufgemacht wird. Ja, auch hier nochmal vier Gummifüße, dass man auch auf die Seite stellen kann. Die Scharniere natürlich aus Metall. Ich hoffe, dass der Koffer sehr lange hält. Genau. Und dann schauen wir uns mal an, was uns im Koffer erwartet. Dann werde ich jetzt mal Schicht für Schicht durchgehen. Und zuerst mal die Scharniere hier öffnen. Und dann... Also es lässt sich relativ gut öffnen. Kein Verklemmen oder ähnliches. Ich klappe das gerade mal nach oben, damit uns das nicht stört. Eine Gebrauchsanleitung für den Spannungsprüfer kommt uns als erstes entgegen. Ich glaube, so wie es aussieht, auch die einzige Anleitung. Aber was brauchen wir bei Werkzeug auch groß an Anleitung? Genau. Dann haben wir in der ersten Schicht, also im obersten Teil von dem Koffer, eine kleine Wasserwaage. Befestigt sieht so aus, als wäre es bei fast allem. Die Zangen sind in so Taschen drin mit elastischem, ja, leicht elastischem Band. Ich denke, da kann man die relativ einfach rein und auch wieder rausstecken. Das funktioniert ganz gut. Und alle anderen Sachen, auch diese Bitsätze hier, ich mache es am besten mal mit dem hier, ist oben immer ein Klettverschluss. Auch elastisch und unten ein ganz normales elastisches Band und dann kann man das hier oben so rausziehen und dann mit dem Werkzeug arbeiten. Hier haben wir jetzt einen Bitsatz mit so ziemlich allen Einsätzen und Aufsätzen, die man benötigt. Ein Magnetisierer und ein Entmagnetisierer liegt auch mit bei. Oben eben die Bits zu magnetisieren, damit die Schrauben dran hängen bleiben, wenn man es schrauben möchte. Und hier noch so ein kleines Plektrum. Wird mit Sicherheit auch beim einen oder anderen Einsatz finden. So, das Kästchen hier oben hat noch eine andere Seite. Da gibt es diverses Werkzeug. Macht jetzt für mich den Anschein, als wäre das... Also hier einmal für einen SIM-Kartenslot zum Beispiel fürs Handy. Und... Der Rest sieht auch so ein bisschen nach Handywerkzeug aus. So Kunststoff, ja, Schaber, mit dem man dann vermutlich zum Beispiel irgendwelches geklebtes Glas oder so lösen kann. Und hier noch ein bisschen was Spitzeres aus Metall. Und können wir noch schauen, was uns hier noch erwartet. Ja, auch so ein kleiner Schlüssel, in dem man... oder Schrauber, in dem man dann Bits einsetzen kann. Eben für die Montage wahrscheinlich am Smartphone. Gar nicht schlecht, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich habe mich auch vorher nicht so hundertprozentig informiert, was jetzt diese 210 Teile alles sind.
Aber ich habe gesehen, dass das Wichtigste drin ist und ich denke, das meiste kann man damit abdecken. Genau, dann darunter haben wir nochmal ein kleines rotes Kästchen. Das sind auch Bits. Muss ich jetzt gerade mal schauen, was da noch so drin ist. So, genau. Schlitz, ein bisschen dicker, ein bisschen größer noch als da oben, habe ich das Gefühl. Da oben sind eher so ganz besondere Sachen und relativ klein drin. Hier ist es ein bisschen grobschlächtiger. Und für einen Akkuschrauber noch ein Einsatz, wo man eben die Bits dann reinklipsen kann und die dann auch mit dem Akkuschrauber verwenden. Ist alles Metall, Alu sieht sehr wertig aus, macht einen sehr guten Eindruck. So. Packen wir das wieder weg. Und eben auch immer mit diesem Gummizug unten und oben. Bisschen nach unten gerutscht und unten oben dann mit dem Klettverschluss. Jo. Dann hier diverse Zangen. Ich denke, das seht ihr ganz gut, was das alles ist. Hier noch eine Krimpzange für die Kabelschuhe, die hier oben drin sind. Da ist auch ein Klettverschluss. Also ein kleines Sortiment an Kabelschuhen. Für Elektroniker oder Elektriker ganz gut geeignet, wenn man mal ein paar Kleinigkeiten am Haus machen will, und mit der Zange kann ich die Kabelschuhe dann eben auf die Kabel pressen. Oder was es hier auch hat, um Schrauben zu kürzen von M2,5 bis M5, dann kann ich die hier einschrauben und dann mit ein bisschen Gewalt, würde ich fast schon sagen, relativ komfortabel kürzen. So, vielleicht kann mir von euch jemand sagen, was das hier ist. Ich habe absolut keine Idee, wofür das gut sein konnte. Hier steht einmal M28 und M24 und hier hinten ist so ein kleiner Metallschlüssel mit einem Vierkant drin. Also ich kann damit jetzt gerade spontan nichts anfangen, aber vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wofür man das verwendet. Genau. Und so viel jetzt mal zur ersten Schicht. Getrennt sind die immer durch hier so ein Schaumstoffkissen, schützt so ein bisschen die Werkzeuge, wenn man die aufeinander klappt. Und dann würde ich sagen, lasse ich das mal draußen, schauen uns die nächste Lage an. Hier haben wir eine feine Feile als erstes, dann einen ganz ordentlichen Satz mit Imbusschlüsseln. Schauen wir uns mal an. Von 1,5 über 4 und von 5 bis 10. Also es gibt mit Sicherheit Sortimente, die sind umfangreich, aber ich denke, so die Standardschrauben kann man damit schon abdecken. Sieht ganz gut aus. So. Und der Verschluss ist jetzt eigentlich auch ganz gut tauglich. Dann haben wir hier einen Schlüssel, der von 10 Zoll bis 255 mm reicht, den man eben dann auf die verschiedenen Maße einstellen kann. Und der reicht, man hat von hier oben sogar eine Zentimeter-Skala von 0 bis 30 mm. 3 cm, genau. So, und dann eben noch die Ring- und Gabelschlüssel nebendran. Wenn Sie aufpassen, dass ich es richtig rum rein mache. Von 21 bis 8. Wie hier sagt, also es gibt mit Sicherheit umfangreicheres, aber 13er, 17, 19, so die Schlüssel, die man im Normalfall braucht, sind alle dabei. Und die sind jetzt tatsächlich auch ohne Klettverschluss und einfach so rauszuziehen. Das könnte vielleicht ein bisschen ungeschickt sein, aber hat sich ja zumindest gut entnehmen lassen. Beim Reinschieben ein bisschen aufwendiger, aber ich denke, das passt soweit. Genau. Und wenn man die Schicht jetzt hier hochklappt, dann hat man hier oben den Lederriemen, wo man eben in zwei verschiedenen Stufen das hier einhängen kann, damit es sich oben hält und dass man gut an das Werkzeug drunter rankommt. Ich hänge es jetzt mal hier oben ein, dass wir uns die Schicht
entspannt angucken können. Hier haben wir eine LED-Taschenlampe. Da ist auch die zweite Bedienungsanleitung mit dabei. Die hat hier hinten einen Haken zum irgendwo aufhängen. Ganz praktisch. Und einen Magneten, also man kann es auch an irgendeinen metallischen Gegenstand hinheften. Das Einzige, was jetzt nicht dabei ist, sind Batterien, wie es aussieht. Aber die wird man ja unter Umständen auch zu Hause haben oder kannst du im Supermarkt erwerben. Genau, dann hier ein Teppichmesser. Ein Spitzer für die beiden Bleistifte. Ersatzmesser fürs Messer. Hier ist der berühmt-berüchtigte Spannungsprüfer, wo wir vorhin die Gebrauchsanleitung gesehen haben. Dann haben wir vier Schraubenzieher, einen großen Kreuzschlitz und Schlitz und einen kleineren Kreuzschlitz und Schlitz. Eine kleine Säge mit einem Metallsägeblatt und hier hinten, vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, ist noch ein etwas gröberes Sägeblatt auch noch mit enthalten. Ganz gut, denke ich. So, und dann haben wir noch ein bisschen dickere Polsterung. Dann kommen wir auch schon zur letzten Schicht, denn dazu stelle ich den Koffer mal auf, damit ihr das ein bisschen besser seht. Genau. So, hier haben wir jetzt noch einen Steckschlüsselsatz mit Nussen von 4 bis 32. Das, denke ich, ist eine super Sache. Das sind sehr viele. Ich denke, da gibt es auch nicht so arg wie umfangreichere Sortimente. Und das Ganze eben einmal in groß, halb Zoll und auch in Viertel Zoll, also die kleinere Variante. So, genau, die kleinere Variante in Viertel Zoll. Dann eine Wasserpumpenzange. Metermaß zum Ausziehen. Mit Befestigung für den Gürtel. Noch ein kleinerer Schrauber, mit dem man dann die Nüssen auch so einschrauben kann. Und Umlenk, also Gelenke, dass man eben auch an schwer erreichbaren Stellen mit dem Schlüsselsatz gut hinkommt. Eine Verlängerung ist hier noch drin und Zündkerzenstecker. Also eigentlich so grundsätzlich alles, was man im Normalfall brauchen könnte. Genau. Die Scharniere hier. Ja, das wird sich zeigen, wie lange die halten. Sind ein bisschen dünn, aber aus Metall natürlich. Muss man dann mal nach ein, zwei Einsätzen gucken, aber macht für mich jetzt erstmal einen recht guten Eindruck. So, dann packe ich das alles wieder ein. Ein großes Review-Video wird dazu wahrscheinlich nicht kommen. Vielleicht, wenn ich merke, dass das ein oder andere von der Wertigkeit nicht ganz so gut ist, werde ich dazu noch was bringen. Aber sonst habt ihr zumindest mal gesehen, was hier jetzt alles drin war. Jetzt sind wir soweit durch mit dem ganzen Inhalt vom Koffer. Dazu zu sagen gibt es noch, dass der Koffer insgesamt mit allem drin 140 Euro gekostet hat. Man darf natürlich nicht erwarten, dass es jetzt Profi-Werkzeug ist, aber für den Heimgebrauch und was man so in der Wohnung ab und zu mal machen muss und dementsprechend, dass man es halt auch in diesem Koffer ist, kann man es auch mal wohin nehmen, wenn man jetzt irgendwo mal noch was machen möchte. Denke ich, ist es für den Preis super, was alles drin ist. Eben auch die Vielfalt, dass man noch eine Säge dabei hat, Schraubenzieher, einen relativ umfangreichen Steckschlüsselsatz. Das war eigentlich das Hauptkriterium für mich, weil ich das eben noch nicht hatte. Oder für uns. Und ja, wenn jetzt das ein oder andere kaputt geht, weil es eben nicht so qualitativ hochwertig ist, dann ist es ja auch kein Problem, das dann einzeln zu ersetzen. Es ist ja schon viel wert, wenn man den Koffer hat, in dem man dann alles an einem Ort zusammen hat. Genau. Ich werde in Zukunft mit dem Koffer, denke ich, so ziemlich alles machen, was so ansteht, im Haus, in der Wohnung, vielleicht auch bei Bekannten. Und vielleicht werde ich euch dann
wenn ich merke, dass das ein oder andere vielleicht nicht so ganz durchdacht ist, auch mit den Verschlüssen hier, dieses Klettverschluss. Und ja, es wird sich, denke ich, zeigen, wie gut das alles so im Gebrauch dann tatsächlich ist. Und dann werde ich da vielleicht noch ein kurzes Video drüber machen. Und ansonsten, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn euch auch irgendwas Spezielles interessiert, dann gerne in die Kommentare damit. Das werde ich auf jeden Fall beantworten. Und ansonsten erstmal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Tagen im nächsten Video. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Thank you.